Ja, gut, dann Markierung ja. So, dann würde ich mal sagen, dass wir uns einfach dahin bewegen. Ich muss da ganz kurz gucken, wir haben von der haben wir keine, fast nichts mehr. Deswegen lege ich mal ganz kurz eine andere Waffe ins, So. Molotov-Cocktail, nein. 54, 108, 19, 12, 3. 341 leichte Impro-Pistole. Oder Stecherumzug. Ja, das ist ja genau die gleiche. Wow. Mensch. Aber gut, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns mal. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht sogar mit der Power-Rüstung unterwegs uns auf den Weg machen sollten. Ich will mal ganz kurz gucken, haben wir, wie viel haben wir die Kerne alle mitgenommen? Mentals. Fusionskerne, haben wir die Fusionskerne mitgenommen? Schrott. Mods. Munition. Da, Fusionszellen haben wir mitgenommen. Ich weiß nicht, warum wir es mal wagen. Oh, der ist immer sehr leicht ausgenutzt. Ach komm, machen wir einfach mal, oder? So. Wie schön. So. Das sieht voll süß aus. Das ist so ein krasser Anzug. Und da läuft mit so einer Mini-Pistole herum. Das ist wirklich herzallerliebst. So, da ist die AP und da ist die HP. Und da ist wie viel Red wir haben. Okay. Sollte... Ach, hier ist die Kochstelle. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Moment mal. Da muss ich ja erstmal raus. Ich wollte nämlich noch kochen. Und zwar aus dem Grund, dass dieses... Oh, was hat ein Happen? Leguan am Stiel. Köterkeule. Anfertigen. Köterkeule. Anfertigen. Köterkeule. Anfertigen. Köterkeule. Anfertigen. Köterkeule. Anfertigen. So, Maros Rattenfleisch. Das nehmen wir auch mit. So. So. Und so. Oh, Todeskrallensteak. Boah, das wird aber viel. Das machen wir da natürlich auch. So. Leguan am Stiel lassen wir mal weg, weil da es wird Holz verwendet. Getränk, Suppe. Tränke, das kann man. Wofür braucht man was schmutziges? Achso, man braucht ein schmutziges Wasser, denn was kann man. Okay, und das war's. Yep, verlassen. Soll ich wirklich mit dem Anzug? Ich mache mir irgendwie Sorgen mit dem Anzug. Vielleicht lasse ich den Anzug doch lieber hier. Ach komm, ich lasse den Anzug lieber hier. Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen, dass ich dann alle Fusionszellen aufbrauche und dann alles am Arsch ist. So, die Texturen sind mal wieder nicht geladen. Ich schau mal, ob die Texturen sich jetzt langsam wieder einkriegen. Ob die FPS-Zahl sich auch langsam gleich wieder einkriegt. Jetzt, wo wir Sanctuary verlassen haben. Ich hoffe es zumindest. So. Wir müssen auf jeden Fall da lang. Wow. Ja, und doch. Jetzt geht's wieder. Und jetzt sind es 17, 20. Ja, ist keine sonderlich schöne Zahl. Was stand da? Verstrahlte Distel. Mhm. Können wir da etwas mit einer verstrahlten Distel anfangen? Oh. Hallo, Bleefliege. Ich muss dich jetzt töten. Und ich treffe dich nicht. Wow, da ist ja noch eine. Wow, ich treffe sie echt nicht. Oh, jetzt habe ich sie getroffen. Alter, die Bleefliegen sind echt mies. Hier ist noch irgendwo eine, da ist... Ach nee, das war... da bist du. Oh, das sind ja zwei. So. Und...
schnack ihm das ab. Ja, sehr schön. Ich bin stolz auf dich, mein Lieber. Ich bin richtig stolz auf dich. So, nachladen. Nachladen braucht man nicht. Nachladen ist nicht. Okay, dann halt nicht. Was ist das denn? Ach, das ist nur unser Hund. Aber Alter, was ist das denn? Ich bin mal vorsichtig. Alter, das sieht ja aus wie in so einem... Boah, wie cool ist denn das? Laborstation. Aber Navy Farm. Alter, wie cool ist das denn? Können wir da rein? Ja, wir können die Tür öffnen. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Darf ich aber trotzdem mit euch reden? Neu hier? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Ach, wirklich? Was versteht denn zum Verkauf? Was hast du vorrätig? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Munition, Medikamente und so. Handel. Klingt gut. Alter, wirklich? Wir haben gerade alles weggeschmissen? Aha. Benutze Ölkanister, Benzinkanister, Bier, Billardkö, biometrischer Scanner. Braune Flasche, Ehering. Na toll. Kognitive Baba, Golduhr. Plus 16. Insta-Püree, Kartoffelchips, Kristall. Kronkorkmine. Ja, toll. Jetzt haben wir all unsere Sachen da bei dem Typen gelassen. Dabei hätten wir das alles gleich abgeben können. Aha. Es ist ja ärgerlich. Mann. So, Schere brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Skalpell, Stange, Zigaretten, Süßkuchen, Terpentin, Foltanzug. Ja, komm, die packen wir mal auch weg. Achso, hier haben wir auch zwei Stück, deswegen verkaufen wir die mal auch. So, und das war's. Okay. Ja, annehmen. Handel bestätigen. Okay. So. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft der Handel mit Diamond City? Gut, wenn mein Mann mal dazu kommt. Das geht aber nur, wenn die Farm zuvor nicht überfallen wurde. Warum glaubst du wohl, dass ich Munition und Medikamente verkaufe? Du kannst dich nicht verteidigen? Dann schluckt dich das Commonwealth. Und ich kann nicht behaupten, schon in Diamond City gewesen zu sein. Die größte Stadt im Commonwealth. Brauchst du was? Willst du was wissen? Hier kannst du damit anfangen. Achso, ja, das brauche ich. Ich glaube nicht. Großartig. Vielleicht sagst du das beim nächsten Mal sofort, statt meine Zeit zu verschwenden. Ja, Entschuldigung. Mann. Kann man doch nicht so böse sein. So. Ja. Dogmeat. Dogmeat. So, ich möchte gerne nochmal mit deinem Mann oder was auch immer das war. Ja, das könnte ich nicht klauen. Wo ist denn der Herr? Da ist der Herr. Suchst du Arbeit? Ach nee, das ist Lust. Du kannst Hilfe bei der Melonenernte gebrauchen, falls du Zeit hast. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Ja, wie viele Kronkorken? Was bezahlst du? Ja, wie die Kronkorken von Flaschen. Weil es Geld ist. Zumindest hier im Commonwealth. Kronkorken als Währung, das wundert ihn jetzt mit erst. Kronkorken? Was ist denn mit Dollar und Cent passiert? Das alte Zeugs? Das nützt heute nicht mehr viel. Außer man möchte sein Klohaus bestücken. gesunde Sieht Farm. Aus, als hättet ihr hier eine sehr erfolgreiche Farm. Das hoffen wir zumindest. Clarabella hilft natürlich. Kostenloser Dünger, wie Papa sagt. Alles hilft, was Korken spart. Ja, helf mir mal. Ich habe Zeit zum Helfen. Großartig. Es muss nicht sofort sein, sondern wenn du Zeit hast. Lucy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Jep. Melonen verkaufen. Ja, hier, bitte. Großartig. Danke für deine Hilfe. Jo. Melone entfernt. Also, man kriegt pro Melone... Eine Katze! Eine Katze! Oh mein Gott, eine Katze! Aber sie lebt doch noch, oder? Ja, sie lebt noch! Oh mein Gott, eine Katze! Oh, wie süß! Oh, wie süß. Lucy, wo ist denn dein Vater? Der ist doch gerade hier im Bildschirm vorbeigelaufen. Ist er jetzt hier drinne? Ja. Warten Sie, Blake. Blake, kann ich mit dir reden? Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein.
Was baust du an? Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tatos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Black Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Ungefähr. Ja, und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was gehört denn dazu? Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst. Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Minutemen können dabei helfen. Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Brauchst du denn Hilfe? Jetzt sind wir hier. Können wir was tun? Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Wo sind die denn? Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Den Gefallen wiederhole Marys Medaillon aus der USAF-Satellitenstation Olivia. Da waren die doch schon. Blake? Um ganz ehrlich zu sein, ich fände es nicht weiter schlimm, wenn diese Raider Marys Schicksal teilen würden. Ich vermute, sie hocken in dieser Satellitenstation im Nordosten. Doch, waren wir doch schon. Zumindest sind sie in die Richtung marschiert, als sie abgehauen sind. Ich frag mich ja gerade, ob da neue Gegner spawnen werden, wenn wir die Quest eben erst jetzt annehmen. Und da hier eine Werkbank ist, heißt es, dass wir hier auch eine Siedlung bauen können. So. Grünet Stout, okay. Ja, aber cool. Cool, was ist denn? Ach nee. Wo ist denn hier das Grab von unserer Mary? Doch, Mary hieß sie. Nee, doch. Laborstation. Sie haben gesagt, sie liegt hier irgendwo begraben. Aber wo begraben? Hier ist nur ein Feuerchen. Sie heißen wirklich nicht Tato, sondern Tato. Upsala. Nee, ich sehe hier kein Grab. Okay, gut, was haben wir denn hier? Ist das so ein Wachposten? Also in die richtige Richtung gehen wir ja sowieso, das heißt es nicht. Cram! Coca-Cola, leere Milchflasche, Bierflasche. Granite Stout, Bierflasche, Bierflasche. Ah ja, hier ist was, so etwas wie ein Wachposten. Oh Mann. Ja, Zigaretten, aber. Oh nein, Blähfliegen. Ich glaube, da gibt es auch. Obwohl, doch, da gibt es. So. Ich möchte gerne die platt machen. Ab auf den Torso. Wow. War hier nicht noch einer? Nee, das war's. Oh, okay. Werkzeugkasten, ich will nur ganz kurz entsperren. So. Wie schön. Klebeband, Malpinsel. Es gibt auch Holz, okay. So, wir sind von dort gekommen. Das heißt, wir können hier. Was gibt es denn hier?
Wicked Shipping Flottenliegeplätze. Ist hätte ich gerade jemand lang gelaufen. Oh, da ist ein Protektoron. Oh nein, da gibt's Ghule. Es gibt Ghule. Und der Ghul läuft gleich da rein. Nee, tut er nicht. Terminal entsperren. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So. Fear. Ein Treffer. Das heißt F, E, A oder R. Was ist denn das gewesen? Es könnte... Ja, E. Das heißt, E passt schon mal. Miel. Miel hat auch einen Treffer. Das heißt, es bleibt bei einem E. Dann... Dean? Nein. Okay, nochmal. Warten. Nochmal. Warten. Nochmal. Ja. Gut. Says. Ein Treffer. Also kann es nur A oder Y sein. A oder Y each. Ein Treffer, also es ist ein A. A. Theoretisch. Theoretisch. Ja. Und? Ja. Juhu. Protektronsteuerung. Protektron. So rum. Ja, ist mir egal. Einheiten aktivieren. So. Okay. Wunderbar. Unser Hund ist ja voll cool damit. Alter, der zieht ihn sogar runter. Ey, nice. Sollten wir mal nachladen. So. Oh, oh. Wilderer Plünderghul. Oh ja, Kronkorken. Und ein neues Spielzeugauto. Laborstation gibt es hier auch. Haarklammer, Klebeband. Und der Speicher ist voll, deswegen machen wir ganz kurz eine Pause. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn es heißt Let's Play Fallout 4. Also bis gleich, meine lieben Freunde. Cheerio!